mach schon. Ich komme. Ich komm ja schon. Wieso dauert das so lange? Wir kaufen nichts und versichert bin ich auch ganz gut. Was hast du gemacht? Geschlafen habe ich. Ich schlafe ab und an. Hm? Allein? Nein, ich hatte etwas sehr Anschmiegsames neben mir zu liegen, meine Katze. Euch beiden kaufe ich noch mal zwei Halsketten. Gina, was willst du? Ich wollte mit dir nur etwas besprechen. Dann lass dir einen Termin geben. Aber du arbeitest für die Capos. Was ist los? Wieso liegst du nicht in einem herzförmigen Bett oder in irgendeiner Badewanne? Was für Flitterwochen verbringst du eigentlich gerade? Das ist wohl kaum der Rede wert. Spar mir die aufregenden Details deines Ehelebens, ja? Leider sind die gar nicht aufregend. Ich wäre besser ins Kloster gegangen. Schwester Gina, sicher könnten Sie den Rosenkranz schneller beten als Mutter Teresa. Kies, bitte. Es ist wichtig. Ich halte es nicht aus. Können wir nicht irgendwas unternehmen? Ich reibe mir nur schnell Rasierwasser in mein Gesicht. Und beeil dich. Das ist unglaublich. Ich kann überhaupt nichts finden. Wonach suchst du, Jane? Wie geht's dir heute Morgen? Ganz okay. Danke, dass du so nett zu mir warst gestern. Aber heute Morgen bin ich nicht nett, ich warne dich. Ich meine, Lionel hat einfach keinen Sinn für Ordnung. Vielleicht arbeitet er deswegen so gern mit dir, du bist sehr ordentlich. Ja, irgendwann werde ich für irgendeinen Mann mal eine tolle Sekretärin abgeben. Warum bist du so ärgerlich? Ich habe meine Gründe. Naja, du triffst mit deinem Ärger aber den Falschen. Noch einer meiner Vorzüge. Irgendjemand zu Hause? Alle sind zu Hause. Guten Morgen, die Damen. Ich muss gehen. Ich habe noch viel zu tun. Könnten wir heute die Briefe an die europäischen Museen schreiben? Vielleicht später. Guten Morgen, mein Schatz. Sie hasst dein Ablagesystem, Lionel. Ich war gerade dabei, mir was zu essen zu machen. Habt ihr schon gefrühstückt? Ja, wir haben schon, danke. Okay. Naja, wir wissen schon, wie man ein Zimmer leer bekommt. Ja, das war zu erwarten. Es ließ sich wohl nicht umgehen, dass Jane irgendwann etwas mitkriegt. Sie hat mich nicht das erste Mal morgens ins Haus zurückschleichen sehen. Aber diesmal war es ein Mann, der ihr wirklich sehr viel bedeutet. Aber ich hoffe, sie wird es verstehen. Naja, ich werde jetzt mal lieber zu Alice gehen. Warte einen Moment. Wir hätten doch lieber den ganzen Tag auf dem Boot verbringen sollen. Aber wir können uns nicht ewig verstecken. Wir könnten es ja versuchen und dann sehen, was passiert. Nein, es ist nicht fair, wenn du mich zum Lachen bringst. Lionel, ich wusste, dass es passieren würde. Schon das erste Mal, als ich dich sah, wusste ich es. Nun, ich habe es gehofft, aber ich wusste es nicht. Es tut mir leid, aber ich bin etwas unzufrieden mit mir. Das kann nicht sein. Ich hoffe, ich war nicht schuld. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte mir nur selbst etwas beweisen, weißt du? Und Jane denkt, ich wollte dich nur aufweisen, aber ich schwöre dir, Lionel, das ist... Warte mal einen Moment. Möglicherweise wollte ich ja bloß von dir aufgerissen. Möglicherweise bereust du es eines Tages. Jetzt hör mal zu. Ich werde nichts von dem, was letzte Nacht geschehen ist, bereuen. Ich wollte dich. Und es ist wunderbar, dass du mich auch wolltest. Verstehst du? Lionel, ich versuche nur ehrlich zu sein, aber offen gesagt warten da auf dich noch viele Überraschungen. Ich gönne jedem seine kleinen Geheimnisse. Nicht, wenn es solche sind, die dem anderen sehr wehtun. Redest du von mir oder über deine Tochter Jane? Ich glaube, von euch beiden, ja. Ja. Weißt du was? Wir reden und reden. Es ist mir egal, ob ein Regiment von Männern aus deiner Vergangenheit hier zur Tür hereinmarschiert. Es ist mir egal, was in deinem Leben alles geschehen ist, okay? Denn letzte Nacht hast du mir etwas sehr Kostbares gegeben. Es war das erste Mal seit Wochen, nein, das erste Mal seit Monaten, dass ich nicht einmal an Augusta gedacht habe. Ja, doch. Augusta wird immer ein wichtiger Teil deines Lebens sein. Ja, ein Teil meines Lebens, aber aus meiner Vergangenheit. Und ich begrabe diese Vergangenheit. Und du solltest es auch.
Oh, glaub mir, das versuche ich ständig. Selbst als die Vergangenheit noch Gegenwart war, habe ich es irgendwie geschafft, sie abzuschütteln. Ich will das nicht mehr tun müssen, Lionel. Ich will nicht. Wer hat bloß diese Traurigkeit in deine Augen gemacht? Oh, Lionel, nicht du. Nicht wir. Guten Morgen. Hi. Wie schön, dass Sie sich an mich erinnern, Brian. Ach, Frau Schriftstellerin. Die hübsche möchte gern Schriftstellerin. Ja, genau. Hey, glauben Sie, dass Sie mich vor einem einsamen Frühstück bewahren könnten? Ich meine, auf meine Kosten, weil ich doch gestern Abend so aufdringlich war. Ich war auch nicht gerade ein charmanter Unterhalter, nicht wahr? Nein, aber wir könnten es ja mit einem zweiten Anlauf versuchen. Es sei denn, Sie warten auf jemanden. Ja, ehrlich gesagt habe ich... Würden Sie mich entschuldigen? Ja, natürlich. Was ist? Hattest du nicht gesagt, du wärst auf dem Weg ins Blockhaus? Das hatte ich auch vor. Ich wollte gleich los. Wieso die Panik? Dein Bruder hat angerufen. Er ist auf dem Weg hierher. Was? Nun, er rief mich an und sagte, er wolle sich mit dir treffen. Es ist sehr schwer, ihn abzuwimmeln. Und es ist unfair von dir, mich immer darum zu bitten. Okay. Brian, du kannst da jetzt nicht raus. Ich meine, vielleicht begegnet er dir auf der Straße oder sogar vor der Tür. Wie konntest du nur sagen, dass ich hier bin? Irgendwann wird er dich ganz sicher finden. Bleib doch jetzt einfach hier und rede mit ihm, Brian. Ich habe keine Lust, diesen Kerl hier oder irgendwo anders zu treffen. Ich sagte dir doch, dass er mir nichts bedeutet. Ich will ihn einfach nicht sehen. Und warum erzählst du ihm das dann nicht selber? Ich habe es nämlich satt, dieses alberne Theater. Warte, Sybil, bitte. Er könnte sich doch umsehen, so viel und so lange er will. Nur lass ihn mich nicht finden. Versprich es mir. Sybil, versprich mir das. Gib mir dein Wort. Jetzt ist es zu spät. Da draußen war gerade sein Auto, glaube ich. Sybil, bitte. Ich bin spätestens heute Nachmittag hier verschwunden. In Ordnung? Sag mal... Oh, ich muss jetzt gehen. Sybil, oh, das ist ja großartig. Ich hatte schon befürchtet, Sie würden es nicht schaffen. Naja, ich wusste ja, Sie finden mich ja sowieso. Ja, darauf können Sie sich verlassen. Es ist kein großes Rätsel für Sie, warum ich Nein, hier bin, richtig? Ich nicht. Okay, dann werde ich Sie noch mal fragen. Wo ist Brian? Also, Sie wissen doch genau, dass das hier nicht das letzte Mal ist, dass Sie mir diese Fragen stellen. Sie können mich bestechen oder beschimpfen, doch das alles hat mit Sicherheit keinen Erfolg. Pearl, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich weiß nichts, wirklich. Ich muss Ihnen leider sagen, dass Sie eine unheimlich schlechte Lügnerin sind. Naja, ich habe schon Schlechteres gehört. Sie haben schon Schlechteres gehört? Schlägt in Ihrer Brust auch ein Herz hier drinnen? Sie sind meine einzige Hoffnung. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Ich werde mich auf meine Hände und Knie fallen lassen. Ich bitte Sie, ich flehe Sie an. Wo ist mein kleiner Bruder? Sie wissen es. Wo ist Brian? Hallo, Tina, hier ist Mrs. Capwell. Ist mein Mann zu Hause? Gut. Oder haben Sie Mrs. Amonti herumschleichen sehen? Ich komme wieder, wenn ich mit dem Einkaufen fertig bin. Also, Gina. Oh, bitte nicht. Nein, bist du denn nicht ganz bei Sinn? Ich würde sagen, doch. Du hast bestimmt noch nicht gefrühstückt. Nein, nicht vor dem Frühstück. Und ich lass mich auch nicht vernaschen. Also, komm schon. Du bist doch aber sonst Kokosverächter. Raus, los, Gina, raus hier aus meinem Bett. Komm lieber rein. Du hast hier doch nichts verloren. Zieh dich an und mach dich davon. Das sind meine Flitterwochen. Und was ist mit deinem Bräutigam? Wenn der uns hier erwischt, hat sich unser Geschäft erledigt. Kümmere dich nicht um CC, der arbeitet, keine Sorge. Du weißt doch, er hat 1000 Augen und Ohren. Also, so schwer es ist, das zu sagen, mein Schatz, ich bin das nicht wert. Hast du was mit einer anderen? Courtney Capwell? Ich wünsche mir nur eins. Und das sind Tausende, Hunderttausende bezaubernder, aufreizender Dollars, die wir einfach verschleudern. Na bitte, sag mir, was wir jetzt tun sollen. Halt die Klappe, Keith. Quatsch, halt du doch die Klappe. Das sind Cicis Handlanger, die mir die Knochen brechen sollen. Ich schmeiß die Decke beiseite und tanze ein bisschen. Vielleicht lenkt sie das ab. Ich bereue, dass ich nur ein Leben einzutauschen habe für meinen Anteil. Ich komme schon. Ja, ich komme.
Keith, ich muss mit dir reden. Womit habe ich denn das verdient? Ich muss dich unbedingt was fragen. Oh nein, Victoria, ich bin doch noch halbnackt. Siehst du das nicht? Hast du denn gar keine Hemmungen? Ein Freund von mir... Es ist sehr wichtig. ...hat geheiratet. Ich habe schwer gefeiert. Das ist mir egal. Ich will nur ein paar Fragen stellen. Siehst du denn das nicht? Ja, aber mir ist es nicht egal. Alles, was du anfasst, geht kaputt. Was willst du wissen? Ich will wissen, ob du Cruz und Eden im Leuchtturm gefunden hast. Das ist schon alles. Das darf doch nicht wahr sein. Sehe ich aus wie das Santa Barbara Klatschblatt? Ja, ich habe sie dort gefunden. Cruz ist allein nach Haus gefahren, Eden hat mich mitgenommen und jetzt denk dir dabei, was du willst. Es ist mir völlig gleichgültig. Und wie geht es, Cruz? Was ist denn los? Gibt's Grund zur Sorge? Ja, er hatte Fieber, als er ging und ich habe es nicht geschafft, ihn ans Telefon zu kriegen. Ja, Schätzchen, ich weiß von seinem Fieber und ich habe auch von deinen Methoden der Krankenbehandlung gehört. Es hat keinen Sinn. Ich komme später wieder. Du vergeudest wohl niemals deine Zeit. Nicht? Deine grauen Zellen arbeiten doch schon wieder und denken sich aus, wie man Leute loswerden könnte, die im Wege sind. Und die nächste ist Eden. Weißt du, ich bekomme fast schon ein bisschen Mitleid mit Castillo. Du hast uns wegen Katie nicht in Ruhe gelassen. Kein Wunder, dass alles so gekommen ist. Gut, dann nenn mich Kuppler und jetzt verschwinde. Das? Ich weiß, dass du nicht ganz unschuldig bist. Du warst derjenige, der Eden ständig eifersüchtig gemacht hat. Ja, und du hast wie ein Geier über den beiden Kreise gezogen. Nicht ich, sondern du warst es, die im Leuchtturm... die eine Hälfte von Santa Barbaras Traumpärchen vernascht hat. Also gut. Du hast 30 Sekunden, um deinen verheirateten Hintern zu bekleiden. Und dann bist du raus hier. Du bist wirklich ein Gentleman. Die Luft ist rein. Du brauchst das nicht zu tun. Naja, ich wusste nicht, ob du runterkommen würdest. Und Minx hasst es, wenn es hier ich so aussieht. Mach das schon. Wieso bist du vorhin vor Lionel weggelaufen? Es waren Lionel und meine Mutter. Das ist schwer zu verstehen. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du vernünftig mit mir reden würdest. Tut mir leid. Lionel und meine Mutter haben die Nacht auf seiner Yacht verbracht. Ja, und wieso stört dich das? Niemand sollte allein sein. Und überhaupt, du weißt genau, wie traurig Lionel darüber war, dass seine Frau ihn verlassen hat. Meine Mutter zeigt ihm, was es heißt, wirklich traurig zu sein. Sieh mich was? Nicht an, als ob ich irgendein Monster wäre. Du weißt nichts von Caroline Wilson, die letzte Schönheit des Südens. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemals sehr viel anders gewesen ist. Sie ist sehr höflich und warmherzig und sie freut sich immer, wenn sie uns sieht. Ich finde, du hast großes Glück, so eine Mutter zu haben. Ach, Alice, ich weiß, sie lacht dich immer an und nimmt dich dazu noch an den Arm, aber das ist nur ihr schlechtes Gewissen. Weswegen sollte sie ein schlechtes Gewissen haben? Das ist ganz einfach, weil sie Olli praktisch wie eine Leibeigene behandelt hat. Sie schnippte mit dem Finger und Olli ist gesprungen. Glaub's mir, deine Mutter war doppelt so wertvoll wie meine. Wenn Caroline so furchtbar war, wie konnte meine Mutter sie dann so gern gehabt haben? Ach, ich weiß, ich höre mich an wie eine 14-Jährige. Ja, ich wäre gern lieb und nicht nachtragend und vielleicht hätte ich das vor 2 Wochen oder einem Monat auch noch geschafft. Aber jetzt sehe ich, wie alles wieder von vorne anfängt und ich weiß schon genau, wie das Ganze wieder enden wird. Und denk nur nicht, dass ich alles zu negativ sehe. Ich weiß genau, dass ich recht habe. Wieso regst du dich so auf? Es ist gar nicht so schrecklich. Ich hoffe, ihr beiden habt euch nicht an meinem Ablagesystem zu schaffen gemacht. Welches System? Du solltest dich mehr auf deine Arbeit konzentrieren als auf andere Dinge. Jane... Wenn wir über die Arbeit reden wollen, können wir das. Wenn wir über etwas anderes reden wollen, auch. Ich werde das schon alleine schaffen. Ich weiß genau, was los ist. Jane, ich will nicht, dass du unglücklich bist. Ich bin nicht unglücklich. Mir geht es gut, so wie immer. Hallo. Du hast gar nichts mehr von dir hören lassen. Wieso solltest du was von mir hören? Vergiss es. Nein, schon gut. Warte eine Sekunde. Komm rein. Danke. Ich konnte gestern mit Eden reden. Dann hattest du wohl recht und sie ist im Leuchtturm gewesen. Ja. Du siehst besser aus. Geht's dir auch besser? Oh, ja. Abgesehen davon, dass mir Eden kein Wort glaubt. Ich erzählte ihr, dass ich nicht wusste, was im Leuchtturm passiert ist, wegen meines Fiebers. Oh, es tut mir leid. Ich frage mich nur, was du ihr erzählt hast. Oh, nichts, gar nichts. Irgendjemand hat ihr jedenfalls was erzählt. Oh, ich schätze, sie hat vielleicht mit Ted geredet. Aha. Und was hast du ihr gesagt? Nichts.
Sie sagte, sie hätte das Gefühl, dass irgendetwas passiert sei. Und ich sagte, sie soll dich fragen. Also hast du gewusst, was sie gedacht hat und für Schlussfolgerungen gezogen hat. Nur hast du es nicht für nötig gehalten, die Medikamente zu erwähnen und dass ich die ganze Zeit nicht bei Verstand war. Cruz, du wolltest dir doch alles selbst erklären. Ich kann doch nichts dafür, wenn sie sich etwas dazu... Erzähl mir doch bitte nicht sowas. Sie hat sich genau das zusammengereimt, was du wolltest. Die ganze Zeit, die ich jetzt wieder in Santa Barbara bin, hat sie glauben wollen, dass wir etwas miteinander hätten. Und es gab nichts, was sie hätte vom Gegenteil überzeugen können. Und wie kann ich dich vom Gegenteil überzeugen? Ich bereue nichts, was dort geschehen ist. Und wenn du der Meinung bist, dass es dir hilft, wenn du es verdrängst, dann musst du es tun. Aber ich bin bei klarem Verstand gewesen. Lass mich dir erzählen, wie es wirklich gewesen ist. Ich war überhaupt nicht bei mir. Ich hatte keine Ahnung, wer du warst. Aber du hast deine Arme nach mir ausgestreckt. Was, wenn du gewusst hättest, dass es Eden war, die ich wollte, dass sie es war, die ich vor mir sah, hätte dich das zur Vernunft gebracht? Ich weiß nicht. Am Anfang vielleicht. Was bedeutet das wieder? Das bedeutet, dass ich mir am Anfang, als du mich umarmt hast, einreden wollte, dass du mich immer noch liebst. Aber dann hast du ihren Namen gesagt. Und was ist dann passiert? Du sagtest ihn immer wieder. Während wir uns geliebt haben? Ja, doch. Also wusstest du es genau? In dem Augenblick, ja. Und was hast du dann getan? Gar nichts. Gar nichts. Ich hätte nichts tun können, auch wenn ich es gewollt hätte. Oh, wie taktvoll von dir, mir das so nebenbei mitzuteilen. Du denkst sicher, Eden wäre nicht daran interessiert, das zu hören. Ich bin sicher, sie wird dir verzeihen, außer, wenn dass du alles tun wirst, um zu verhindern, dass sie je eine Chance kriegt, das alles zu vergeben. Wieso eigentlich kann sie mit dir machen, was sie will? Was auch immer sie mit dir macht, du sagst nur, sie macht es, weil sie dich liebt. Aber kannst du denn nicht fühlen, dass ich dich auch liebe und nur deshalb all das tue? Tori, ich will das nicht. Ich möchte, dass du zu Eden gehst und ihr das Gleiche erzählst wie mir, dass du die Situation ausgenutzt hast und ich nicht bei Verstand war. Und dass ich euch beide die ganze Zeit verwechselt habe. Geh hin und erzähl ihr das. Das kann ich. Schluss jetzt. Jetzt hör mal zu. Was ich von dir möchte, ist nichts weiter als ein kleiner Freundschaftsdienst. Tori, jetzt denke nicht nur an dich. Es geht auch um mein Leben. Du musst dir die ganze Wahrheit mitteilen. Ich bitte dich. Bruce, du weißt nicht, was du da von mir verlangst. Du erwartest also, dass ich mich erniedrige und vor ihr sage, dass alles, was für mich wirklich das Beste und Wichtigste in meinem Leben gewesen ist, mir nichts bedeutet haben soll. Tori, das ist genau das, was ich von dir verlange. Also gut. Aber das bedeutet nicht, dass ich so fühle. Ich kann nicht verstehen, dass du so sauer bist. Würdest du bitte das Ding da anziehen, bevor ich unter die Decke komme und es dir selber anziehe? Eine nette Idee. Oh, Gina, warum musst du ausgerechnet jetzt so albern sein? Please, stell dich nicht so an. Ich werde es schon nicht in die Zeitung setzen lassen. Es wird zu nichts kommen, das man in die Zeitung setzen lassen könnte. Diese Treueklausel bringt mich noch um. Soweit ich weiß, ist noch keiner an mangelndem Sex gestorben oder auch nur krank geworden. Ich spreche doch gar nicht über Sex, Keith. Du denkst nur daran, oder? Was soll ich jetzt damit anfangen? Bringst du mir deine Dessous zum Waschen? Nein. Ich habe eine Menge Leute, die das gern tun. Die kochen für mich und machen mein Bett. Die einzige Person hier, die mich leiden mag, ist... Was hast du erwartet? Einen netten Empfang? Nein, ich hatte nur nicht erwartet, so allein zu sein. Nun sei doch nett, Keith. Bitte, halt mich fest, nur eine Minute. Na gut, Schatz, wenn es denn sein muss. Weißt du, bei dir fühle ich so eine Geborgenheit. Du hast mir klargemacht, wie notwendig es doch ist, habgierig zu sein in dieser Welt. Und ich dachte, du liebst Schatz, mich. Schatz, nur du allein verstehst mich. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, wir sind schon ein tolles Paar. Und wir beide wissen doch auch, falls wir jetzt nicht aufhören... Dann werden wir nichts weiter als geplatzte Schecks und zerbrochene Träume haben. Also bitte, bitte, bitte zieh dich an, bevor ich dir die Decke und den Rest vom Leibe reiße.
Entschuldige, ich konnte mich nie gut zurückhalten. Du weißt ja, Kies. Und dann stell dir das Ganze doch einfach als Test vor. Mal sehen, wer es länger aushält von euch beiden, du oder Sissi. Ich denke, dass ich es schon länger ausgehalten habe. Dreh dich weg. Na, hör mal, es geht um 1 Million. Du solltest versuchen, ihm eine Frau nach der anderen in die Arme zu schubsen. Das habe ich schon. Er schubst sie einfach zurück. Aber du hast recht. Ich habe zu hart gearbeitet, um jetzt noch aufzugeben. Du kannst dich wieder umdrehen. Ja, das ist schon viel, viel besser. Wo ist mein Mantel? Es tut mir leid, dass ich so grob zu dir war, aber es war nur zu deinem Besten, das weißt du. Natürlich, Schatz. Schatz, hör zu. Jeder einzelne Moment mit dir war... war großartig, Liebling. Du sollst keine Sekunde davon vergessen. Vielleicht 2, vielleicht 3... Ich will jetzt nach Hause, das ist in Ordnung. Du gehst also. Bist du sicher, dass dir niemand gefolgt ist? Nein, nein, du hattest recht, wir sollten nicht. Ich wollte dich nur testen. Du bist so pervers. Herzlichen Dank. Ich verschwinde jetzt. Ja, danke. Ich danke dir. Danke, dass du mich wieder zur Vernunft gemacht hast. Um mich dann wieder verrückt zu machen. Wieso heiraten wir eigentlich nicht? Ich meine, du mich und ich dich. Das kann doch nicht sein. Wieso? Komm schon. Ach ja, jetzt fällt's mir ein. Du traust mir nicht und ich trau dir nicht. Alles Gute, mein Schatz. Ciao, Geliebter. Oder besser gesagt, Ex-Geliebter. Was tun Sie? Verfolgen Sie mich? Nein, oder kommen Sie auch gerade von der Damentoilette? Aber ernsthaft, verstecken Sie sich hier vor jemandem? Es ist mein Hauswirt. Er hat noch etwas Geld zu kriegen. Vielleicht kann ich helfen. Vielleicht hilft das ja weiter. Woher waren die letzten Manuskripte, die Sie bekommen haben? Wo sind die abgeschickt worden? Ich weiß es nicht. Ach. Ehrlich, ich sage die Wahrheit. Er schickt sie mir durch einen Privatkurier. Privat? Was denn? Da ist kein Poststempel, keine Quittung, kein gar nichts? Gar nichts, sag ich doch. Und Sie wollen mir erzählen, dass dieser selbe Privatkurier, dieser mysteriöse Mann, auch kommt, um Brians Schecks abzuholen. Sie, das habe ich doch schon gesagt. Ich schicke Sie nach New York an eine Adresse. Und was dann mit Ihnen geschieht, das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Okay, tun Sie mir einen Gefallen. Wenn Sie in den nächsten Tagen Ihre Ansicht noch ändern sollten, dann könnten Sie... Das ist meine Adresse. Wenn er sich bei Ihnen meldet oder Sie schicken ihm irgendetwas zu, benachrichtigen Sie ihn, dass ich ihn suche. Es ist sehr wichtig für mich. Ich muss ihn erreichen. Alles klar? Er gibt einfach nicht auf. Ihr Hauswirt? Oh ja, er versucht, etwas Geld aus ihr rauszupressen. Wissen Sie, ich weiß nicht, wie es auf der Männertoilette ist, aber die Frauentoilette hat ein Fenster ungefähr in Augenhöhe. Sie sind meine Rettung. Eine große Hilfe in brenzligen Situationen. Das ist meine Spezialität. Ich hoffe, dass wir uns nicht das letzte Mal gesehen haben. Tja, ja. Die Welt ist klein, sagt man. Manchmal auch nicht. Viel Glück. Eins bitte noch. Da ist noch etwas anderes. Es ist diese Karte. Ich habe ihm einiges aufgeschrieben und ich würde es schön finden, wenn er es lesen würde. Ja gut, aber ich kann nicht garantieren, dass Sie auch eine Antwort kriegen. Er war immer mein bester Freund. Ich würde ihn lieben, auch wenn er nicht mein Bruder wäre, denn man muss ihn einfach lieben. Ich möchte, dass er das weiß. Ja. Ich kann das weiterleiten. Das war aber ein langer Spaziergang. So? Hat mich jemand vermisst? Wo warst du? Wieso? Spionierst du für deinen Vater? Das wäre verlorene Zeit. Du sollst mich nicht lieben, aber ertrag mich doch ein paar Monate. Während sich Kelly weiter verstecken darf. Dein Vater hat sicher gut für sie gesorgt und sie lässt dich von vorn und hinten... Glaub mir, wir würden sie nur zu gern gegen dich austauschen, Gina. Ich weiß, warum du so bitter bist. Du und Haley, ihr seid ja auch nicht das glücklichste Paar. Das hat ganz und gar nichts mit Haley zu tun.
Ach, mach mir nichts vor. Ich habe selber Depressionen. Kommt doch mal zum Essen vorbei, ihr beide. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, das ist es. Für Brandon, du weißt doch, wie er dich vergöttert. Er sollte in einer richtigen Familie sein, wie andere Kinder auch. Den armen Jungen hat das Glück verlassen, als du ihn adoptiert hast. Ich liebe Brandon. Und ich möchte auch, dass Lily hier sein kann. Ich finde, du und Haley solltet darüber nachdenken. Ich möchte nicht eine einzige Nacht mit dir unter einem Dach sein, Gina. Ich weiß nicht, warum du dauernd so unhöflich zu mir bist, Ted. Weißt du, dein Vater und ich hätten vielleicht eine Chance gehabt, wenn ihr Kinder nicht von Anfang an gegen mich gewesen wärt. Die Schuld an deinen Problemen mit Dad trägst du allein. Ich habe deinen Vater sehr gemocht. Wer weiß, vielleicht haben wir noch eine Chance. Wie bitte? Mein Vater erträgt es nicht, mit dir in einem Zimmer zu sein. Wieso könnt ihr eigentlich nie nett zu mir sein? Wenn ich da Fortschritte sehen würde, wäre ich vielleicht auch nett zu euch. Was soll denn das wieder bedeuten? Dass ich nicht möchte, dass das Kind hier aufwächst, auf einem Schlachtfeld. Wenn ihr kooperativer wärt, vielleicht würde ich dann entscheiden, dass ich Kelly früher aus der Schlinge lasse und der Polizei das Band übergebe. Das ist doch verrückt. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass du durch eine miese kleine Erpressung die Familie zusammenbringst. Ich sag dir was, wenn das mein Haus wäre, würde ich dich in hohem Bogen rauswerfen, und zwar sofort. Ich muss mit Ihnen reden. Verlassen Sie mein Restaurant. Nichts lieber als das, aber ich denke doch, Sie sollten mir zuhören. Cruz will mich nicht mehr, das ist vorbei. Wieso erzählen Sie mir das? Ich wollte gar nicht herkommen. Sie sind aber hier. Er wollte es. Er liebt Sie und es geht ihm schlecht. Ich hoffe, Ihnen auch. Wie können Sie über Nacht aufhören, ihn zu... Ich sehe keine Veranlassung, Ihnen meine Gefühle zu erklären. Eden, seien Sie vernünftig. Cruz wollte das nicht. Er möchte das wieder gut machen. Wieder gut machen? Und dann schickt er Sie, um das zu erledigen. Nein, danke. Wieso sind Sie so kühl? Ich denke nicht, dass wir da so unterschiedlich sind, Victoria. Aber ich hatte es nicht nötig, zu lügen und zu intrigieren, damit sich Cruz in mich verliebt. Ich war ehrlich zu Ihnen, was meine Gefühle für Cruz angeht. Ich schäme mich nicht, ihn zu lieben. Wir waren sehr glücklich, bevor Sie in die Stadt gekommen sind und ihn in die Falle gelockt haben. Was habe ich gemacht? Wann hat Cruz jemals etwas getan, das er nicht wollte? Sagen Sie mir das. Damit meine ich auch, mit jemandem zu schlafen. Sie haben Ihre Meinung gesagt. Bitte gehen Sie jetzt. Mann in Schießerei mit Polizei verwickelt. Ich möchte gerne wissen, in welches Gefängnis er gesteckt worden ist und ob er jetzt noch da ist. Was ist, wenn er auf Bewährung raus ist? Soll ich ihn dann auch finden? Ja, aber ich möchte nicht, dass er irgendetwas merkt, hören Sie? Das hier wird... Das sollte zunächst genug sein. Ich melde mich, wenn ich etwas herausfinde. Eine neue Eroberung, Mutter? Ich hatte gehofft, dass du langsam vernünftig wirst, Jane. Wieso musstest du Lionel nachlaufen? Wolltest du einen Narren aus mir machen? Ich bin Lionel nicht nachgelaufen. Wir sind Freunde geworden. Das ist gelogen. Das ist anscheinend dein neuester Tick. Du ignorierst die kleine Jane Louise nicht einfach mehr. Du willst auch beweisen, dass du noch mithalten kannst. Was passiert das nächste Mal, wenn ich jemanden gut finde? Wirst du dann auftauchen und ihn in der Bett zerren? Bitte, ich möchte jetzt keinen Streit mit dir. Verstehst du mich? Du siehst so gut aus. Du kannst doch jeden Jungen haben, den du willst. Was wird eigentlich aus Lionel, wenn du in Leid bist? Wirst du ihn dann fallen lassen und dir einen neuen Freund suchen? Also jetzt reicht's. Versteh endlich, dass sich das überhaupt nichts angeht. Kapiert? Oh, ich wette, dass Lionel sehr romantisch sein kann. Er ist anders als deine anderen Kerle. Jane, ich möchte, dass du jetzt deinen Mund hältst. Du hast recht, das Ganze geht mich nichts an. Lionel wollte es sowieso nicht. Das war schon klar, bevor du es versucht hast. Aber ich wollte, hat er dir das erzählt? Oh, sicher hat er das. Habt ihr sehr gelacht? Jane, Lionel hat niemals erwähnt, ihr hattet richtiges Mitleid. Arme kleine Jane, mein armes, hässliches Entlein. Du hast mir immer alles vorenthalten. Wieso nicht auch Lionel? Das werde ich nicht tun, ehe ich nicht weiß, wer Sie sind. Pearl, Michael Bradford ist ein sehr enger Freund von mir. Dann wissen Sie ja, dass Brian nichts mit der Familie zu tun haben wird. Das habe ich gehört, doch es ist wichtig, dass ich ihn spreche. Ich kann Ihnen leider nicht folgen. Hören Sie, Pearl sucht Brian jetzt schon seit mehreren Monaten. Ich möchte nicht, dass er verletzt wird. Brian ist manchmal sehr schwierig. Ja, und ich habe Angst deswegen. Denn falls Pearl ihn findet, wird er nicht mit ihm reden wollen. Er hat schon genug Unangenehmes erlebt. Lassen Sie mich doch erst mit Brian reden. Ich würde aber nicht einmal erwähnen, dass ich mit seinem Bruder befreundet bin. Wissen Sie, ich habe doch auch schon versucht, mit Brian darüber zu sprechen. Er ist sehr verbittert. Ich will es doch nur versuchen.
Vielleicht hat ein Fremder eher die Chance, an ihn ranzukommen. Mir gefällt Brians Lebensstil nicht. Ich mache mir Sorgen um ihn. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht kann doch ein Fremder helfen. Ich habe es aufgegeben. Hast du es ihr gesagt? Nein, sie hat mir keine Chance gelassen. Cruz, bitte tu uns das nicht an. Lass uns das Ganze bitte vergessen, bevor es uns sehr leid tun wird. Nein, nein, sie weiß, dass ich nicht gewusst habe, was ich getan habe. Los, erzähl's ihr. Wieso willst du, dass sie mich überzeugen soll? Ich kenne viele Geschichten über den Ohrring, über Katys Tod und ich will jetzt keine weiteren Geschichten hören. Verstehst du mich, Bruce? Ob du willst oder nicht. Also, Tori, sag ihr, was passiert ist. Du hast sie doch gehört. Wir schulden ihr keine Erklärung. Ich sagte, erzähl ihr, was passiert ist. Cruz möchte, dass ich ihnen erzähle, dass er nicht bei klarem Verstand war und ich das ausgenutzt habe. Aber das ist gelogen, sowas. Was? Wir wollten uns gegenseitig. Wir konnten die in 5 Jahren angestauten Gefühle einfach nicht mehr zurückhalten. Das ist die Wahrheit. Was redest du da für einen Quatsch? Es ist die Wahrheit, jedenfalls für mich. Und ich werde mich nicht hinstellen und das leugnen, nur damit Eden sich besser fühlt. Es tut mir leid. Wieso, Mutter? Wieso nur? Jane? Janie? Aber sie ist noch nicht wieder da. Wieso liegst du denn da unter einer Decke? Lionel will das so. Er denkt, dass ich dann schneller gesund werde. Oh, du hast ja wirklich etwas Fieber. Oh, na ja, kein Wunder unter all diesen vielen Decken hier. Lionel wird gleich wieder da sein, falls sie ihn suchen. Mhm. Was liest du denn da? Ein Buch über Georgia, wo sie und meine Mutter herkommen. Ich wünschte, sie hätten noch die Briefe, die sie mir geschrieben hat. Die könnte ich dann stattdessen lesen. Das wäre schön. Aber weißt du, sie hat niemals herausgefunden, wo sie sie hätte hinschicken müssen. Und ich denke, sie wollte sie nicht einfach so herumliegen lassen. Weißt du, sie hatte es gerne, sich auszumalen, was sie dir sagen würde, wenn sie könnte. Sie bekam dann so ein Leuchten in den Augen, als ob sie dich tatsächlich gefunden hätte. Sie hatte auch ein paar Fotos von dir auf ihrem Nachttisch. Fotos, auf denen du noch ein Baby warst. Tja. Und sie hat sich gewünscht, dass du nicht ohne sie aufwachsen würdest. Ich wünschte, ich würde sie kennen. Ich habe öfter versucht, meinen Vater über sie auszufragen, aber der wollte nie was erzählen. Tja, er hat getan, was er für richtig hielt. Dennoch, von dem eigenen Kind getrennt zu sein, ist die schlimmste Strafe, die man einer Mutter antun kann. Ich meine, sogar schon bevor das Kind geboren ist, hat man dieses Gefühl, diese Liebe, die man vorher nicht hatte. Das ist eine einzigartige Beziehung, ganz anders, als man sie sonst kennt. Das empfinden Sie also für Jane? Oh, das ist ganz sicher so. Wieso verbringen Sie dann so wenig Zeit mit ihr? Das hat sie mir jedenfalls erzählt. Ich klinge wie eine Expertin auf dem Gebiet des Mutterseins, nicht wahr? Die Wahrheit ist, als mein Baby geboren wurde, kam ich mit all diesen neuen Gefühlen nicht zurecht. Ich habe es nie gelernt, eine gute Mutter zu sein und es gab keine Kurse, wo ich hätte hingehen und fragen können. Ich kann es mir wohl vorstellen, auch wenn ich selbst keine Mutter bin. Eins habe ich in all diesen Jahren gelernt. Oder ich hätte es lernen sollen. Diese Liebe niemals aufs Spiel zu setzen, was auch passiert. Jane kommt schon in Ordnung. Sie sollten ihr nur Zeit geben, damit sie sich daran gewöhnt, dass sie wieder hier sind. Ich weiß, ich habe sie verletzt in der vergangenen Nacht. Du weißt das auch. Ich habe mir geschworen, dass ich nie wieder etwas tue, das ihr wehtun könnte. Das ist es nicht wert gewesen. Niemals. Thank you.
Eden. Eden. Ich warte schon den ganzen Morgen auf dich. Wieso? Hör zu, ich weiß nicht, was sich Tori dabei gedacht hat, aber mir hat sie die Wahrheit erzählt. Und sie sagte, dass ich deinen Namen gerufen habe, als ich bei ihr gelegen habe. Nun, vielleicht war es auch ihr schlechtes Gewissen, was sie da gehört hat. Hör zu, die ganze Zeit habe ich nur an dich gedacht. Du weißt, ich liebe dich. Denkst du etwa, ich wollte dir wehtun? Denkst du, ich wollte etwas von Tori Lane? Nur mit dir schlafen. Deine Erklärungen machen das Ganze nicht mehr ungeschehen. Ja, Victoria hatte recht, als sie sagte, dass dein Verstand dir Streiche gespielt hat. Offensichtlich denkt sie, du würdest wirklich fühlen, was du dir eingebildet hast. Ich glaube, es tut dir leid, dass du mir wehgetan hast, aber es tut dir nicht leid, dass du sie geliebt hast. Was kann ich tun, dass du mir endlich glaubst? Ich habe dich so klar gesehen, wie ich dich jetzt sehe. Sag mir, was ich tun soll, was ich sagen soll. Ich werde alles tun. Ich will, dass du jetzt endlich verschwindest. Ich will nur meine Ruhe haben. Nein, ich werde nicht gehen. Du hast doch gehört, was die Dame gesagt hat. Hm? Das hat nichts mit dir zu tun. Lass uns allein. Nein, Kies. Geh nicht, bitte. Jetzt weiß ich endgültig, dass sie mich verfolgen. Kann ich bitte rein? Sonst erfriere ich hier draußen in der Kälte noch. Oh, danke. Wie haben Sie mich gefunden? Ich hatte eine Unterhaltung mit Ihrer Freundin in der Bar. Ich habe ihr erzählt, dass wir zusammenarbeiten und sie sagte mir, wo Sie zu finden sind. Sie hat mir auch gesagt, dass Sie deswegen sehr wütend sein werden. Ja, da hat sie recht. Wissen Sie, ich führe hier nichts Böses im Schilde. Ich möchte nur nicht, dass die Leute hierher kommen und mich stören. Ich werde niemandem erzählen, wo Sie wohnen. Aber Sie wissen es jetzt. Ich denke nicht, dass Sie so gerne allein bleiben, wie Sie es die ganze Zeit erzählen. Aber wenn Sie es ernst meinen, dann finde ich auch den Weg zurück in die Stadt. In diesem Sturm? Das schaffen Sie nie. Hören Sie, jetzt sind Sie schon mal da, also... Ich weiß nicht, wieso... Bleiben Sie nicht einfach hier. In Ordnung. Aber ich hoffe, Sie überlegen es sich nicht anders. Sybil gab mir das hier. Ich glaube, das ist der wahre Grund, wieso sie mir verraten hat, wo sie sind. Sie sagte, es sei sehr wichtig. Und dass es sie vielleicht aus der Fassung bringen könnte. Was ist denn? Stimmt was nicht? Hallo. Hallo. Ein Drink? Oh, nein, danke. Ach, kommen Sie, leisten Sie mir Gesellschaft. Es ist noch etwas früh für einen Drink. Naja, ein seltsamer Ort, um sich etwas auszuruhen. Wer sagt, dass ich müde sei? Wissen Sie, ich habe eine Idee. Wieso machen wir nicht, Sie und ich, eine kleine Tour durch die Stadt? Wie klein? Die Aussicht von meinem Zimmer ist sehenswert. Sie können meilenweit ins Land sehen, ohne auch nur einen Schritt machen zu müssen. Wie wär's damit? Ja, sehr gern. Lassen Sie den Drink hier, wir kriegen oben einen neuen. Mir gefällt die Art, wie Sie denken. Mein Name ist Tony. Roxanne. Roxanne? Gehen wir. Nein, tu das nicht. Ich denke, sie hat gar nichts getan. Ich warne dich, lass sie endlich in Ruhe. Ich kann für mich selbst sprechen. Du willst, dass er uns hier zuhört? Glaubst du, dass er sich für dich interessiert? Wenn er irgendwas will, dann doch nur dich fertig machen. Es ist nicht nötig, dass du dich um mich kümmerst, gut. Hast du vergessen, was sie Santana angetan hat? Jetzt komm schon. Du hast deine Frau nicht gut behandelt, eher wie Dreck oder wie? Geh nicht so weit. Hör zu, Cruz, mir scheint es, als ob Keith die Situation hier besser versteht als du. Ich meine, wenigstens versteht er mich. Du und Victoria, ihr habt leichtfertig sein Leben ruiniert. Also, wieso gehst du nicht einfach nach Hause? Ich bin sicher, Victoria wartet schon auf dich. Mm. Alles in Ordnung? Ich mag es nicht, wenn er Ihnen wehtut. Jeder Mensch braucht manchmal Hilfe. Auch Sie ihn. Okay.
Verstehe Sie, ich würde jetzt sehr gern allein sein. Hören Sie, ich habe Jahre damit verbracht, ihm und Victoria übel zu nehmen, dass sie mir Katie genommen haben. Und das hat mich verbittert. Ihnen muss es doch nicht genauso gehen. Das ist nicht Ihr Problem, oder? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es klingt so kitschig, aber ich möchte gerne für Sie da sein. Verstehen Sie? Ich glaube, ich kann Ihnen helfen, diese Sache zu überstehen. Und ich weiß auch schon genau, wie. Es kostet Sie nichts. Es wird sich lohnen. Hören Sie mir zu.